Das bedeutet mir eigentlich alles, ehrlich gesagt. Weil bei den meisten Sendungen im deutschen Fernsehen möchte man ja nicht dabei sein. Ich gucke so oft fern und denke mir, mein Gott, bin ich froh, dass ich da nicht mitmachen muss. Und bei Verstehen Sie Spaß, das ist einfach eine Sendung, da will man dabei sein, entweder als Gast oder natürlich noch besser als Moderator. Das Gute ist, wenn ich jetzt moderiere, kann ich selber nicht mehr reingelegt werden. Aber eigentlich auch ein bisschen schade, weil reingelegt werden ist sehr, sehr lustig. Und ich glaube, das ist einfach eine Sendung, wie wir sie im deutschen Fernsehen brauchen, nämlich Unterhaltung von 3 bis 99. Eine Art von Humor, die jeder versteht, die keinem wehtut, die aber unglaublich unterhaltsam ist. Und für mich ist es ein ganz, ganz großes Ding, das zu übernehmen, ehrlich gesagt, weil das ist was, was ich schon so lange kenne, was mich so lange begleitet hat. Und jedes Mal, wenn ich in diesen 40 Jahren mal zu Gast war, habe ich mir gedacht hinterher, Mai, ist das lustig, ist das lustig. Ich verbinde mit Verstehen Sie Spaß einfach wahnsinnig viel Spaß tatsächlich. Also natürlich denke ich auch an Kurt Felix und an Paola, aber ich denke vor allem an Türen, die sich öffneten und es war kein Lift, sondern da war eine Sauna. Ich denke an Riesensets, die umgebaut wurden und gespiegelt wurden und Leute, die völlig verrückt wurden, weil sie nicht durch Glastüren, durch Drehtüren kamen, weil immer wieder ein spitzfindiges Glas rein und rausfuhr und sie am Eintreten des Gebäudes hinderte. Das sind alles so Sachen, wo ich bis heute mich nicht halten kann vor Lachen, wenn Isabel Varell im Matsch versinkt und trotzdem die Leute noch dazu bringt, die Straßenlaterne zu stützen, die umzufallen droht. Das ist einfach zu 1000% mein Humor und ich liebe bei all dem anderen Humor, den wir jetzt haben, der oft sehr bösartig ist, der irgendwie auf Personen direkt abzielt, der Leute fertig macht und so liebe ich eben diese Art von Humor, wo alle mitlachen können von 3 bis 99 Jahre. Und eine gute Tradition erneuert sich ja immer wieder. Und Verstehen Sie, Spaß hat es natürlich geschafft, durch Social Media und so natürlich auch die ganz jungen Leute ranzuholen, die eben vielleicht nur YouTube gucken und sich dann einfach nur die verladen und die Filme angucken. Die brauchen den Moderator gar nicht. Das ist für mich natürlich hart, muss ich aber akzeptieren. Und ich werde versuchen, auch das junge Publikum, ich weiß noch nicht genau wie, an mich zu binden. Mit meinem Körper vielleicht.